Seid gegrüßt, Mitreisende des Lichts. Während wir am Abgrund einer außergewöhnlichen Veränderung stehen, flüstern die kosmischen Winde eine kraftvolle Botschaft für alle, die bereit sind, sie zu hören. Eine plötzliche Veränderung steht bevor, und wenn ihr dies seht, seid ihr auserwählt, ihre Bedeutung zu verstehen. Heute werden wir von der Stimme Eshtars geleitet, einem himmlischen Boten von den Sternen, der Einsichten in die tiefgreifende Transformation bringt, die die Menschheit erfasst. Die Energien um uns herum sind elektrisierend, intensiv und signalisieren, dass etwas Monumentales bevorsteht. Lasst uns gemeinsam erforschen, was dies für euch, für die Erde und für den Aufstieg aller Seelen bedeutet. Öffnet euer Herz, beruhigt euren Geist und lasst uns gemeinsam die Geheimnisse dessen lüften, was kommen wird. Eshtar, der himmlische Führer, überbringt eine Botschaft von tiefem Mitgefühl für die Seelen der Erde. Er erkennt die Schwere des kollektiven Leidens an, mit dem wir konfrontiert sind, und versteht die Tiefe der Emotionen, die die Menschheit durchziehen. Doch selbst in diesen turbulenten Zeiten arbeiten die unsichtbaren Kräfte des Universums unermüdlich und senden Energiewellen, um uns zu helfen. Diese verdeckten Aktionen stärken nicht nur unseren Geist, sondern bereiten uns auch auf eine monumentale Transformation vor, die sich unter der Oberfläche unserer Realität entfaltet. Die Energien, die Sie spüren, die Intensität, die Veränderungen, sind kein Zufall. Sie sind die sanften Hände des Kosmos, die uns formen und uns zu etwas führen, das weitaus größer ist, als wir es bisher begreifen können. Wir stehen als Kollektiv am Rande einer tiefgreifenden und kraftvollen Transformation. Diese Transformation ist nicht nur physisch, sondern auch energetisch und wirkt sich auf unser innerstes Wesen aus. Sie flüstert von einer Zeit, vielleicht schon 2024 oder 2025, in der wir endlich die physische Ankunft unserer galaktischen Verbündeten erleben dürfen. Aber Eshtar erinnert uns daran, dass dieses Treffen nicht garantiert ist, denn es hängt von den Energien ab, die wir jetzt kultivieren, davon, wie wir die subtilen Veränderungen in uns annehmen. Die Zeitachse des Universums ist fließend und wird durch die Entscheidungen geformt, die wir treffen, während wir gemeinsam aufsteigen. Doch selbst jetzt, während wir diesen Weg beschreiten, versichert uns Eshtar, dass unsere Bemühungen nicht umsonst sind. Viele von uns sind sich vielleicht noch nicht ganz bewusst, welch enormen Einfluss wir haben. Mit jedem Schritt, den wir tun, mit jeder Entscheidung, die wir in Übereinstimmung mit unserem höheren Selbst treffen, erzeugen wir Lichtwellen, die weit über unser Bewusstsein hinausreichen. Die Veränderungen, die wir anstoßen, ob groß oder klein, hallen im gesamten Kosmos wider und beeinflussen das energetische Gefüge unserer Welt. Die Präsenz, die wir hier auf der Erde halten, der bloße Akt des Seins, ist ein Zeugnis für die immense Kraft in uns. Auch wenn die Wirkung subtil erscheinen mag, sind ihre Auswirkungen tiefgreifend, mächtiger, als wir uns in diesem Moment vorstellen können. Dies ist eine Zeit, in der wir uns an unsere Stärke erinnern und das Licht erkennen sollten, das wir in diese Welt bringen. Für jede Herausforderung, jede Welle des Leidens gibt es eine Gelegenheit für tieferes spirituelles Wachstum und eine größere Ausrichtung auf die universellen Energien. Und in dieser Ausrichtung bereiten wir uns auf das vor, was kommen wird, sowohl innerhalb als auch von den Sternen. Schmerz ist ein natürlicher Bestandteil unserer Reise hier auf der Erde, ein Begleiter, der uns durch die Herausforderungen des Lebens begleitet. Eshtar erinnert uns jedoch daran, dass Schmerz zwar unvermeidlich ist, Leiden jedoch etwas ist, das wir überwinden können. Durch spirituelles Wachstum und einen Perspektivwechsel können wir den Griff des Leidens lockern. Der Schlüssel liegt darin, uns in der Gegenwart zu verankern und uns voll und ganz auf das Leben einzulassen, das wir jetzt leben, anstatt unseren Geist in die Bereiche der Angst und Unsicherheit über die Zukunft schweifen zu lassen. Jeder Moment, den wir damit verbringen, uns mit dem zu beschäftigen, was passieren könnte, ist ein verlorener Moment im Reichtum dessen, was jetzt geschieht. In diesem gegenwärtigen Moment werden die Samen der Erleuchtung gesät und unsere wahre spirituelle Kraft erwacht. Aber der Geist mit seinem endlosen Geschwätz zieht uns oft von diesem heiligen Raum weg. Er lenkt uns ab, wir fangen an, andere zu beurteilen,
verstricken uns in das Netz der Politik oder machen uns Sorgen um den Zustand der Welt. Diese Sorgen bringen uns weit weg vom spirituellen Weg und ziehen uns in Konflikte, die nicht unserem höheren Zweck dienen. Eshtar fordert uns auf, diese mentalen Belastungen loszulassen und unsere Energie wieder darauf zu konzentrieren, unsere innere Welt zu pflegen. Wahres Wachstum kommt von innen, indem wir uns um unser eigenes Wohlergehen kümmern und anderen von einem Ort der Liebe aus dienen, anstatt uns von äußeren Kämpfen verzehren zu lassen, die nur das Ego nähren. Wir werden auch daran erinnert, vorsichtig mit den Bezeichnungen zu sein, die wir anderen geben. Wie oft beurteilen wir in der Eile unseres Egos jemanden als falsch, als schlecht oder als unwürdig? Diese Urteile helfen unserer spirituellen Entwicklung nicht, sondern schaffen Barrieren, die uns in einem niedrigeren Bewusstseinszustand gefangen halten. Wenn wir andere etikettieren, machen wir uns blind für ihre Menschlichkeit, ihre Kämpfe und ihren Weg. Eshtar bittet uns, uns dessen bewusst zu sein, einen Schritt zurückzutreten und andere mit Mitgefühl zu betrachten, anstatt durch die Linse der Trennung. Jede Seele auf diesem Planeten geht ihren eigenen Weg und steht ihren eigenen Kämpfen gegenüber, und wir sind nicht in der Lage, sie zu beurteilen. Der spirituelle Weg fordert uns auf, uns über diese Urteile zu erheben, das Bedürfnis des Egos nach Bestätigung zu überwinden und die Einheit anzunehmen, die uns alle verbindet. Indem wir das Bedürfnis loslassen, zu etikettieren, zu urteilen und uns an externe Konflikte zu klammern, befreien wir unseren Geist. Wir treten in einen höheren Seinszustand ein, in dem Frieden nicht darin besteht, die Welt um uns herum zu kontrollieren, sondern die Welt in uns zu meistern. In der unendlichen Weite des Kosmos ruft uns Eshtar dazu auf, nicht nach außen, sondern nach innen zu schauen, denn in uns selbst liegt die wahre Kraft der Transformation. Die Versuchung, die Welt um uns herum zu verändern, das Äußere zu reparieren, ist groß, doch Eshtar erinnert uns daran, dass echte Veränderung im Inneren beginnt. Bevor wir versuchen, die äußere Welt zu verändern, müssen wir zuerst unsere innere Welt heilen und erheben. Das Universum ist ein Spiegelbild des Selbst, wenn wir uns verbessern, verbessert sich auch die Welt um uns herum. Diese Konzentration auf das Innere ermöglicht es uns, spirituell zu wachsen und uns auf die höheren Energien auszurichten, die jetzt auf die Erde strömen. In dieser heiligen inneren Arbeit finden wir den wahren Schlüssel zu dauerhaften Veränderungen. Aber diese Reise nach innen ist nicht ohne Herausforderungen. Einer der tiefgreifendsten Aspekte des spirituellen Wachstums ist das Lernen, emotional zu heilen. Eshtar lehrt uns, dass es für unseren Heilungsprozess von entscheidender Bedeutung ist, unsere Emotionen zu beobachten und vollständig zu fühlen, bevor wir reagieren. Wir leben in einer Welt, die uns oft dazu drängt, Emotionen zu unterdrücken oder schnell auf sie zu reagieren, aber indem wir uns mit ihnen auseinandersetzen, indem wir uns erlauben, sie tief zu erleben, öffnen wir die Tür zur emotionalen Freiheit. Erst nachdem wir diese Emotionen beobachtet und wirklich gefühlt haben, können wir entscheiden, ob sie ein Handeln erfordern oder einfach losgelassen werden können. Diese Praxis der emotionalen Achtsamkeit reduziert den mentalen Aufruhr, der unsere Gedanken trübt und befreit uns von unnötigem Leid. Heilen bedeutet fühlen, und durch das Fühlen kehren wir zu unserem natürlichen Zustand des Friedens zurück. Im Bereich der Emotionen herrscht jedoch oft ein Ungleichgewicht, wie Eshtar beobachtet. Männer, die durch gesellschaftliche Normen konditioniert sind, überspringen ihre Gefühle häufig völlig und beeilen sich, sie zu rationalisieren oder zu beheben, ohne sich selbst zu erlauben, ihre Emotionen zu verarbeiten. Auf der anderen Seite drücken Frauen, die zwar stärker auf ihre Emotionen eingestimmt sind, diese manchmal aus, ohne sich vollständig mit ihnen auseinanderzusetzen, ohne die volle Tiefe des Gefühls zuzulassen. Beide Herangehensweisen führen zu einer unvollständigen emotionalen Heilung. Männer und Frauen müssen gleichermaßen ein Gleichgewicht finden, Männer müssen lernen, ihre Emotionen anzunehmen, und Frauen müssen lernen, ihre Gefühle vollständig zu spüren, bevor sie sie ausdrücken. In diesem Gleichgewicht finden wir wahre emotionale Gesundheit, und in dieser Harmonie heben wir unser kollektives Bewusstsein an. Eshtars Weisheit führt uns zu einem gesünderen Umgang mit unseren Emotionen und erinnert uns daran,
dass wir nur durch die Pflege des Inneren selbst beginnen können, dauerhafte Veränderungen in der äußeren Welt zu bewirken. Dies ist der Weg der erwachten Seele, einer Seele, die versteht, dass wahre Transformation im Inneren entsteht. Im Strom des Lebens finden wir uns oft in schwierigen oder suboptimalen Situationen wieder. Eschta lehrt uns, dass diese Momente, egal wie herausfordernd sie auch sein mögen, den Keim für spirituelles Wachstum in sich tragen. Es ist leicht, sich eine andere Realität zu wünschen, sich nach Leichtigkeit und Komfort zu sehnen, aber Eschta erinnert uns daran, dass der wahre Wert unserer Erfahrungen in den Lektionen liegt, die sie uns bieten. Diese gegenwärtigen Herausforderungen sind keine bloßen Hindernisse, sondern göttliche Gelegenheiten zur Transformation. Jeder Kampf, jeder Moment des Unbehagens ist ein Tor zu tieferem Verständnis, eine Chance, sich über das hinauszuentwickeln, was wir einmal waren. In diesem Licht werden selbst die härtesten Erfahrungen auf der Erde zu heiligen Lehrern, die uns zu unserem höheren Selbst führen. Es gibt jedoch eine Falle, in die viele auf dem spirituellen Weg tappen, der Glaube, dass sie bereits alles gelernt haben, was es zu wissen gibt. Dieses spirituelle Ego kann uns für die Lektionen blind machen, die noch vor uns liegen. Eschta fordert uns auf, bescheiden zu bleiben, denn die Reise ist nie wirklich abgeschlossen. Wenn wir nicht in Frieden sind, wenn wir uns immer noch in Momenten des Widerstands oder der Unruhe befinden, dann gibt es noch Wachstum zu erreichen. Egal, wie weit wir uns auf dem Weg glauben, das Universum bietet uns weiterhin subtile und tiefgründige Lektionen an. In der Annahme dieser Lektionen und unserer Lernbereitschaft finden wir wahren inneren Frieden. Die Reise der Seele ist weit und jeder Schritt, egal wie klein, bringt uns der Erleuchtung näher. Eschta erinnert uns auch daran, dass das Leben auf der Erde mit all seinen Schmerzen und Schwierigkeiten ein enormes Potenzial für das Wachstum der Seele birgt. Die Erfahrungen, denen wir oft entkommen wollen, sind genau die, die uns formen und unseren Geist verfeinern, wie Diamanten, die unter Druck geformt werden. Eines Tages werden wir vielleicht auf diese Zeit zurückblicken und erkennen, wie kostbar sie war. Die Härte dieser irdischen Existenz mit ihren Prüfungen und Schwierigkeiten bietet uns Möglichkeiten zur Transformation, die wir vielleicht nie wieder erleben werden. Während wir nach einer höheren Realität streben, ist es wichtig, diese Momente nicht als selbstverständlich hinzunehmen. Denn in diesen herausfordernden Zeiten liegt unser größtes Wachstumspotenzial. Dieses Leben hier auf der Erde ist ein Geschenk, eines, das sowohl Licht als auch Schatten mit sich bringt, die beide für unsere Entwicklung notwendig sind. Indem wir selbst die schmerzhaften Erfahrungen wertschätzen, erschließen wir die volle Kraft unseres spirituellen Potenzials. Die Transformation, die wir anstreben, wartet nicht erst in ferner Zukunft auf uns, sondern findet jetzt statt, im gegenwärtigen Moment, während wir uns durch die Prüfungen dieser Welt navigieren. Während wir uns durch diese Zeit großer Veränderungen bewegen, erinnert uns Eschta daran, dass die Schwierigkeiten, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, nicht ewig andauern werden. Die intensiven Energien und Herausforderungen sind Teil eines größeren Prozesses, der uns in eine hellere Realität führt. Aber in diesen letzten Momenten der Transformation ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir das Beste aus dieser Zeit machen. Mehr denn je sind wir jetzt dazu aufgerufen, uns auf unsere spirituelle Praxis zu konzentrieren, inneren Frieden zu kultivieren und uns auf die höheren Frequenzen auszurichten, die in die Erde fließen. Dies ist keine Zeit, sich von Angst verzehren zu lassen oder sich vom Chaos der Außenwelt ablenken zu lassen. Stattdessen ist es eine heilige Gelegenheit, sich nach innen zu wenden, sich mit der Weisheit unserer Seelen zu verbinden und sich auf die neue Realität vorzubereiten, die sich abzeichnet. Die schwierige Zeit geht zu Ende, und wenn wir in diese neue Phase eintreten, tun wir dies mit dem Verständnis, dass der Frieden, den wir suchen, bereits in uns ist. Durch unsere spirituelle Praxis und unsere innere Konzentration ertragen wir nicht nur diese Zeit des Wandels, sondern erheben uns, bereit, die Zukunft mit offenem Herzen und erwachtem Geist zu umarmen.